Guten Abend auf der Veranda. Es gibt Mitglieder des Opus Dei in sehr einflussreichen Positionen in der Wirtschaft und in der Politik, die unter dem Anzug einen Bußgürtel tragen und sich auch sonst kasteien, um Gott näher zu kommen. Das ist natürlich ihre Privatangelegenheiten. Einige von ihnen versuchen, ihre Überzeugung mit sehr energischen Mitteln zu verbreiten. Auch das ist natürlich nicht verboten. Aber es gibt Äußerungen aus dem Opus Dei und über das Opus Dei, aus denen hervorgeht, dass sie versuchen, eine andere Gesellschaft, eine gleichgestimmte religiöse Gesellschaft zu schaffen durch ihren Einfluss. Und das würde heißen, dass die demokratischen Pluralitäten und die Toleranz etwas weniger Raum hat. Und dann muss man darüber reden, zum Beispiel auf der Veranda. Herr Dr. Thomas, Sie sind für das Opus Dei da. Das ist ein Novum, denn normalerweise ist das Opus Dei ja nicht gerade berühmt dafür, dass es öffentlich auftritt und sich selber erklärt. Ich danke Ihnen also sehr. Na, ich weiß nicht, ob das Opus Dei auftritt, wenn ich auftrete. Ich vertrete es oder ich repräsentiere es nicht. Ich gehöre zum Opus Dei, auch mit Haut und Haaren. Und als solcher. Da bringen Sie mich gleich zu einer Frage. Wir haben versucht, vor der Sendung herauszukriegen, in welcher Funktion Sie das Opus Dei vertreten. Dann hat man uns gesagt, ja, Sie sind ein wichtiger Mann, vielleicht der wichtigste in Deutschland überhaupt, aber Sie haben wiederum keine Funktion. Das heißt, irgendwo sprechen Sie auch wieder nicht fürs Opus Dei. Also darf ich Sie fragen, in welcher Funktion sprechen Sie fürs Opus Dei? Ich spreche als Mitglied des Opus Dei und ich habe auch eine ganze Reihe Jahre in der Leitung des Opus Dei in Deutschland gearbeitet. Das heißt, was Sie sagen, ist jetzt mal laienhaft gesagt ex cathedra. Also sagen wir mal, ich nehme an, dass ich weiß, worüber ich rede. Ja. Das, okay. Das ist ein Gewinn für die Sendung. Herr Drewermann, Psychotherapeut und Theolog, ein sehr streitbarer Theolog, ein nachdenklicher Rebell. Sein Buch Die Klerik hat sehr viel Wirbel gemacht. Ich bin froh, dass Sie da sind. Herr Hertel, Kollege von mir, Journalist, katholischer Journalist, muss ich hinzufügen, der sich besonders gut beim Opus Dei auskennt, ein Buch darüber veröffentlicht hat. Wie heißt es? Ich verspreche euch den Himmel. Das tue allerdings nicht ich, sondern das tut der Gründer des Opus Dei, um das gleich klarzustellen. Also man muss sich an das Opus Dei wenden, um den Himmel versprochen zu bekommen. Eigentlich nicht vermutet, dass er das tut. Bei Ihnen bedanke ich mich für Ihren Mut. Wir haben Schwierigkeiten gehabt, die Sendung zu besetzen. Führende Leute aus der katholischen Kirche haben das nicht getan und sie haben auch deutlich gemacht, warum. Sie haben Angst vor den Folgen gehabt. Deswegen bedanke ich mich besonders, dass Sie da sind. Herr Dr. Thomas, wenn alles stimmt, was wir über Ihre Organisation hören, dann sind Sie so eine Art fünfte Kolonne, die eine Gesellschaft verändern und, sage ich mal, religiös gleichschalten will. Wenn das so ist, oder wenn auch nur etwas dran ist, dann muss man natürlich die Gefahr sehen, die einer demokratischen und freien und rechtsstaatlichen Gesellschaft droht. Wenn da etwas dran wäre, Herr Dindlau, würde ich an Ihrer Seite mit diese Sorgen haben. Auch gegen das Opus Dei dann, das Opus Dei sehr in Frage zu stellen. Ich denke, es ist gerade umgekehrt. Ich denke, dass also gerade in einer offenen Gesellschaft, in einer pluralistischen Gesellschaft, es sehr darauf ankommt, dass diese pluralistische Gesellschaft Laien, die kein besonderes Privileg, keinen besonderen Titel haben, weder in der Kirche noch in der Gesellschaft, deren gesellschaftliche Identität darin besteht, Bürger zu sein und sonst nichts, und gerade nicht, Sie haben auf das Buch von Herrn Hertel angesprochen, und der Hertel verlegt die gesellschaftliche Identität der Laien des Opus Dei ausdrücklich dahin, zum Opus Dei zu gehören. Aber nicht sich professionell auszuweisen und im Wettbewerb dieser Gesellschaft, die unsere Gesellschaft ist eine Wettbewerbsgesellschaft, mit persönlicher Glaubwürdigkeit aufzutreten. Also wenn Sie das so sagen, geht es eigentlich darum, dass Marktanteile für Gott erworben werden? Nein, darum geht es gar nicht. Wenn Sie von der Wettbewerbsgesellschaft reden? Ja, sicher. Die Wettbewerbsgesellschaft erstreckt sich auf sehr viel mehr. Worauf unsere Demokratie gründet, sind Personenrechte, nicht Gruppenrechte. Und die Mitglieder von Opus Dei sind Laien, wie alle anderen Katholiken auch. Und erhalten im Opus Dei nicht mehr als eine religiöse Bildung, eine religiöse Anleitung, eine Seelsorge.
Und schwimmen müssen Sie selbst in der Gesellschaft. Herr Hertel. Tja, also das Opus Dei sagt, wie Herr Thomas das eben dargestellt hat, unsere Mitglieder sind als einfache Bürger in der Gesellschaft tätig. Das Opus Dei gibt ihnen religiöses Rüstzeug, um in der Gesellschaft tätig zu sein. Das mag so sein, nur Herr Thomas, das zweifle ich allerdings insofern an, als das Opus Dei aus internen Veröffentlichungen heraus, ja, die nicht jedermann zugänglich sind, sich da auch ein bisschen anders darstellt, nämlich als Kampftruppe, als mobiles Chor, als geschlossener Stoßtrupp des Papstes und so weiter. Oder aber als ein Verband, der mit bestimmten gesellschaftlichen Zielen auftritt. Das heißt also in Chronika ihrer internen Zeitschrift, wir wollen die Gesellschaft christianisieren, alle Institutionen, ja, politische Institutionen, kulturelle und so weiter. Und dieses tut nicht einfach das Einzelmitglied, sondern das tut der Verband. Und die Konzeption, die ich eben aufgezeigt habe, die ich eben zitiert habe, deutet ja darauf hin, dass das schon eine geschlossene Kampftruppe mit einer bestimmten Ideologie ist. Also insofern folge ich dem nicht, was Sie eben gesagt haben. Also im Gegenteil, man muss sagen, der Individualismus, der da das Wort führen soll, ist nichts weiter als ein zentralisierter Typ verinnerlichter Außenlenkung. Die Leute im Opus Dei sind so stark vom Über-Ich geleitet, dass sie der Weisung, die die katholische Kirche ihnen vermittelt, durch ihren Gründer vorgibt, auch am Orte wagen können, auszuführen. Aber es geht im Kern um die Gleichschaltung. Es geht dabei natürlich auch um strukturelle Machtgewinnung. Es geht um den Einstieg von oben nach unten. Und das sage ich jetzt mal, bestimmt das gesamte Denken, das bestimmt die Organisation, das bestimmt auch die Resonanzschwingung zum Gesamtkörper katholische Kirche heute. Es ist die genaue Pervertierung dessen, was wir in der Botschaft Jesu vor uns haben. Statt von unten, von oben auszugehen. Da wird von oben herunter auf die Laien bestimmt, was sie zu glauben haben, jenseits ihrer Erfahrung. Da werden die Kinder früh hergenommen, dass sie in bestimmten Sprachspielen nachreden müssen, was sie hersagen sollen, um als Katholiken zu gelten. Da braucht man einen riesigen Lehrapparat, der den Laien vorschreibt, in Abhängigkeit, was der Papst als Hüter der Unfehlbarkeit zu sagen hat. Und um das Aber Ganze in Gang zu halten, brauchen Sie den Zugang zu den Machtmonopolen, Sie brauchen sehr viel Geld, Sie brauchen Einfluss in der Gesellschaft. Und ich hoffe, dass das der heutigen pluralistischen Gesellschaft nicht mehr recht ist. Das ist doch eine, was Sie jetzt vortragen, ist eine ausgedachte Theorie. Ja, das sehe Die können Sie nicht am Opus Dei, überhaupt nirgendwo am Opus Dei festmachen. Schon deshalb, weil Sie dazu auch das Opus Dei zu wenig kennen. Darf ich zitieren, wenn Sie mir erlauben, den Gründer, also den Stifter, sagt man wohl, des Opus Dei. Unser Ziel ist es auch, alle Universitätslehrstühle zu erlangen. Ziel ist es ebenso, Apostolat in staatlichen Einrichtungen zu üben. So sind wir imstande, unseren Leuten, ohne dass sie Prüfungen abgelegt haben, Karrierentitel, Doktorgrade und viele Orden zu verschaffen. Also da muss ich darauf hinweisen, dass das unser Gründer nie gesagt hat. Das wird bestätigt aus dem Opus Dei. Nein. Aber es gibt viele Zitate. Nein, dieses Zitat, Vater Herrn Hertel, ich bin über dieses Zitat gestolpert, als ich Ihr Buch gelesen habe. Also ich kann mal eben sagen, das ist von jemand anderem, dem also keines. Also das ist von eine das ist eine Unterstellung dieses Zitat, weil es von ihm gehört hat, weil es im Ganzen den Geist des Opus Dei auf den Kopf stellt. Weil das wäre ja eine direkte. Ich will jetzt nicht die Diskussion bremsen durch Zitate, aber es gibt natürlich auch den Urs Balthasar, der das noch kräftiger ausgedrückt hat, und selbst Radio Vatikan, der ja unverdächtig ist, spricht von dem großen Einfluss, wirtschaftlichen und politischen Einfluss des Opus Dei. Ja, ich kenne die Stimmen, die in dem Zusammenhang gekommen sind, auch von Balthasar. Wenn Sie die zusammennehmen, glaube ich, dass ohne ihm Unrecht zu tun, weil ich ihn immer sehr verehrt habe, aber in dem Punkt hat er mir sogar geholfen, frühen 60er Jahren, einen Entschluss zum Opus Dei schneller zu fassen, weil er in einer Sache, als der große Denker von Balthasar, von der er aus unmittelbarer Kenntnis weniger Übersicht hatte als ich, einfach daneben lag. Und der Grund dafür ist meines Erachtens, dass er immer das Opus Dei gesehen hat als einen Orden, der kooperativ auftritt.
Wenn Sie sagen würden, also von all den Laien, die im Opus Dei sind, addieren Sie mal deren privaten Geschäftsvermögen, dann kommen Sie ungefähr auf eine Machtballung des Opus Dei. Wenn Sie das mit dem Erzbistum München und Freising tun, kommen Sie auf ein unendlich viel größeres. Nur es ist Unsinn. Es geht um den Einfluss. Ja, welcher, wo ist er denn? Und auf welche Weise? Deswegen würde ich gerne auf Herrn Hertel zurückkommen, der eben gesagt hat, dass dies also sozusagen eine gezielte Strategie ist. Also, ob es den Einfluss hat, will ich gar nicht bestreiten. Ein Nur auf welche Gericht? Weise? Auf dem Wege der Bildung von Leuten, die dann mit ihrer ganzen Professionalität ihr Christentum ernst nehmen. Ja, also jetzt das ist aber nicht gesteuert. Ja, also wir würden uns jetzt im Kreis drehen. Ich muss es nur noch einmal verdeutlichen. Meine Position steht einfach dagegen. Der Einfluss besteht nicht allein darin, dass es viele Einzelne sind, die, wie das Opus Dei sagt, sozusagen desorganisiert wirken, sondern dieses Opus Dei hat ein bestimmtes Ziel, eine bestimmte Ideologie. Christlich. Wir können ja noch sprechen, was diese Ideologie ist. Die geht sehr viel weiter. Ich habe das ja eben auch deutlich gemacht. Und sie stellt sich nach innen und dem Papst als Kampfverband dar. Das ist eine in sich geschlossene Organisation, wo man nicht sagen kann, das Einzelmitglied tut das und das und insgesamt ergibt sich dann... Was verstehen Sie unter Kampf? In dem Fall lassen wir uns darauf. Ja. Zum Beispiel, dass Geheimhaltung als Strategie der Infiltration gewertet wird. Das ich sage das mal ganz das deutlich. Schon, was hier jetzt abläuft, ist ja das Typische fürs Opus Dei. Jemand, der sagt, das habe ich aus den Texten des Opus Dei, das weiß ich aus Recherchen bei Leuten des Opus Dei, dann wird jemand aus dem Opus Dei sagen, das stimmt alles nicht, weil du bist nicht Mitglied im Opus Dei. Was soll die Geheimbündelei und die Geheimnistuerei? Dass es dauernd Wahrheiten gibt, die wissen nur die Eingeweihten, während alle Öffentlichkeit ausgeschaltet wird. Wäre dies die Religion der katholischen Kirche heute, dann müsste man ganz deutlich sagen, sie verstößt gegen das Gesetz Immanuel Kants, handle so in der Öffentlichkeit, dass die Öffentlichkeit selber das Formalgesetz der Sittlichkeit ist. Du darfst nur tun, was du jederzeit bekannt machen könntest. Das ist die Aufklärung vor 200 Jahren. Was das Opus Dei tut, ist ein Rückfall in absolutistische Herrschaftsformen, da gehört die Geheimdiplomatie zu, der Klüngel zwischen bestimmten Machtinteressen, die undurchschaubar bleiben müssen, damit sie effektiv werden. Und man muss lauter Dinge tun, die man nur tun kann, weil sie nicht öffentlich werden. Was im Opus Dei oder was Leute des Opus Dei tun und in irgendeiner Weise mit dem Opus Dei zusammenhängt, ist öffentlich. Nein. Ich sage zum Beispiel, Sie haben dieses Zitat gemacht. Ich habe zu seinem Buch mal eine 100-seitige Stellungnahme. Haben Sie die überhaupt kennengelernt? Eine Fußnote machen. Ja. Ein Züricher Gericht hat am 21. August 1984 festgestellt, dass das Opus Dei eine Geheimorganisation sei. Also ganz und so aus der, dem und ist in der nächsten Instanz hinten rübergegeben. Und in der nächsten Instanz ist nicht das auch nicht, wieder... Aber nicht Entschuldigung, Punkt. Nein, aber das nicht ist interessant. In diesem Punkt. Es ist in der nächsten Instanz das Urteil dann wieder revidiert worden beim obersten schweizerischen Gerichtshof. Also dann müssen wir das schon genau feststellen. Aber nicht in der Frage von doch, von in dem Urteil, in dem erstinstanzlichen Urteil. Also und das glaube ich... Sie, also haben Sie sagen, Urteil. Wir sind keine Geheimorganisation. Natürlich nicht. Wir sind eine kirchliche Institution mit einem offiziellen Amtsblatt, in dem alle öffentlichen, alle Ämter, die im Opus Dei vergeben sind und eine Menge anderer Daten dargestellt werden. Und das regelmäßig. Was würden Sie denn sagen, wenn man der katholischen Kirche, wie sie sich heute verfasst gibt, insgesamt schon dieses vorwerfen muss, dass sie im Grunde eine Struktur von Hierarchie und Machtausübung hat, die eher ins 16. Jahrhundert als ins 20. gehört? Dazu gehört Geheimdiplomatie, Recherchen hintenrum, Mangel an öffentlicher Auseinandersetzung. Und jetzt sage ich, das Opus Dei perfektioniert all die Fehler, die strukturell im Katholizismus seit Jahrhunderten im Gegensatz zur Aufklärung und auch im Gegensatz zur Reformation angelegt sind. Das Opus Dei ist nötig nach dem Ausfall derjenigen Ordensgemeinschaften, die wie ein Prellbock missionarisch tätig sein konnten, insbesondere die Jesuiten. Aber und es hat eigentlich dieselben Strukturen. Da gibt es Bußgürtel, da gibt es Askese, da gibt es Unterdrückung der Triebhaftigkeit. Das sind für mich psychologische Strukturen der Zwangsneurose. Psychologische Strukturen, aber ich meine verwechselte... Psychologische Strukturen der Zwangsneurose. Dazu zähle ich jetzt Sadismus, Autoritarismus, Triebunterdrückung, Gefühlsverdrängung. Und ich sage gerne mit Emile Zola, Sinnlichkeit, Wahrheit und Hoffnung sind die wahren Anarchisten. Jedes autoritäre System wird gesprengt, sobald es Menschen gibt, die haben den Mut, Lust zu empfinden, auch in ihrem eigenen Körper, in ihrem eigenen Gefühl,
Die trauen ihren Erfahrungen und der Wahrheit, die sie dann sehen, und sie lassen sich nicht kaputt machen in ihren wichtigsten Träumen. Okay, wie auch das Opus Dei tut, ist genau das Gegenteil. Trieb, Zensur und Unterdrückung, möglich schon bei 14-Jährigen, möglich schon bei kleinen Kindern. Zum nächsten völlige Abhängigkeit durch blinden Gehorsam statt Wahrheit. Woher wissen Sie, dass er blinde Gehorsam? Ich habe noch nie was mit blindem Gehorsam zu tun. Bei Escrivá geschrieben, blinder Gehorsam. Und wenn er es nicht erfunden hätte, hätte es Ignatius von Loyola erfunden. Und wenn der es nicht erfunden hätte, hätte das vom Heiligen Franziskus. Und hätte der es nicht, hätte das vom Heiligen Benedikt. Das sind Strukturen, die gehen durch Jahrtausende. Aber Opus Dei hat es schriftlich festgelegt, blinder Gehorsam. Die anderen ja auch. Ja, das Problem, also ich glaube, man muss hier schon festhalten, also was Sie zitieren, ist ein Zitat des Gründers, der sagt, blind gehorchen, Weg der Heiligkeit. Das ist natürlich richtig, dass das früher in der katholischen Kirche in Orden da gewesen ist, gang und gäbe gewesen ist. Nur inzwischen hat die katholische Kirche das Zweite Vatikanische Konzil erlebt, Reformkonzil. Und da muss ich... Wir ein bisschen später über die Kirche reden, wenn Sie einverstanden sind, und jetzt noch ein bisschen über die Welt. Ja. Und das Opus Dei. Ja, beispielsweise, wenn er von Gehorsam spricht. Wir reden gleich darüber. Wenn er von Gehorsam spricht. Und der mir sagt, vom Gehorsam der Orden. Und die Gehorsamsdisziplin der Orden. Und eigentlich war es eben bis zum Konzil auch anders nicht vorstellbar, kirchenrechtlich. War eine Gesamtverfügung, die völlig im Widerspruch steht zu dem, was auch das Zweite Vatikanische Konzil zum Beispiel über Laien sagt. Nicht? Die eigenständige, die spezifische Berufung des Laien in der Kirche ist eine Sache, die vom Konzil nicht proklamiert, aber doch erklärt worden ist. Dazu gehört eine relative Selbstständigkeit der zeitlichen Sachbereiche. Ja? Wenn schon dieses Wort bedeutet, dass es also mindestens im gesellschaftlichen Bereich oder beruflichen Bereich oder zeitlichen Sachbereichen eine Gehorsamsdisziplin für Laien gar nicht geben kann. Die kann sich also allenfalls auf ein Forum des rein Geistlichen beziehen. Eben. Und so ist es auch im Opus Dei. Und eine dauernde Dialektik, in dem das Geistliche als Überbau benutzt wird, um die Instrumentalisierung im Unterbau zu organisieren. Ich denke, eine absolut inkarnierte Angelegenheit. Die Infiltration der Gesellschaft für geistliche Zwecke, die im Grunde ideologisch fixiert sind. Das ist das Ziel. Also ich glaube, das ist einfach Ihre, sozusagen, genau, Ihre Unterstellung. Das Ganze dient dem geistlichen Gehorsam, indem man Selbstständigkeit in den Sachbereichen walten lässt. Ist jemand erstmal ein anerkannter Dozent im Rahmen des Opus Dei, wird er womöglich seine Kollegen oder seine Presseorgane oder die Hochschulpolitik auf seine Linie bringen. Was heißt denn auf seine Linie, wenn ich mit jemandem, mit einem Kollegen von mir, wissen Sie, wie ich das Opus Dei kennengelernt habe? Ich habe überhaupt nicht das Opus Dei kennengelernt, ich habe einen Menschen kennengelernt. Ja? Und der hat mich überzeugt, weil er ein froher Mensch war, der war beruflich top. Der war ein guter Freund. Ich hatte den Eindruck, er hatte ziemlich viel Zeit für mich, wenn ich ihn brauchte. Und ich habe plötzlich, irgendwann, war für mich eine große Überraschung, als der mich mittags um 12 Uhr einlud, ob ich mit ihm den Engel des Herrn bete. Ja. Und dann hat er irgendwann mit mir einen Rosenkranz. Herr Thomas, Sie sind Arzt. Deshalb sage ich jetzt mal als Psychoanalytiker, ich verstehe, dass es ungeheuer wichtig ist, dass Menschen eine Begleitung finden. Das tue ich jeden Tag, oft auf Jahre hin mit Menschen. Aber ich käme nie auf die Idee, einem Menschen vorzuschreiben, was er beten soll, bloß weil 12 Uhr mittags ist. Das hat er mir gar nicht vorgeschrieben. Ich schilder ganz simpel. Er hat mich eingeladen und mich vor Möglichkeiten gestellt. Und ich muss Ihnen eins sagen, also wenn Sie ständig nur mit der Psychologie auf diese Thematiken eingehen wollen, ich finde ein hervorragendes Zitat von dem englischen Philosophen Peter Geach, der mal gesagt hat, die Psychologie als empirische Psychologie kommt nie über den Zustand der gefallenen Natur hinaus. Und die Kirche fängt da erst an. Das heißt, wenn Sie die sakramentale Wirklichkeit der Kirche nehmen, die will genau aus dieser Ebene hinaus. Da sind wir genau beim Kern. Man muss dem Menschen misstrauen, weil er eine gefallene Natur ist, weil er zensurbedürftig ist, weil er von sich selbst die Wahrheit gar nicht finden kann. Man muss sie ihm von außen vorschreiben. Und weil das so ist, muss er ihr gehorchen, entsprechend der Ämterhierarchie der Kirche. Ich sage Ihnen, der Mensch ist sehr erlösungsbedürftig, aber wenn ihn was heilen kann, dann bestenfalls die Kräfte des Vertrauens, der Begleitung und der Liebe. Aber sicherlich der Außenlenkung und der Geistesdiktatur. Also ich habe damit muss in der Kirche Schluss sein und genauso im Opus Dei. Aber Vertrauen an wen? An den Menschen, den Gott gemacht hat. Genau an den. Also ich würde sagen an Christus.
Das ist für mich kein Unterschied, aber der Punkt jetzt ist sehr wichtig. Worauf haben wir Vertrauen? Sie auf den Menschen nicht. Sie brauchen eine bestimmte Figur, um den Menschen überhaupt zu retten. Und ich sage, das zerstört den Menschen. Er hat alles, was Gott wollte, in sich selber. Also mich, während der Zeit, die ich im Opus Dei bin, das kann ich ja für viele andere sagen, die nach wie vor im Opus Dei sind, ist nie eine Situation aufgetreten, wo uns einer sozusagen vorgeschrieben hat, in dem Sinne, wie Sie das andeuten, was wir zu glauben haben. Sondern er hat eine Frage uns Situationen vorgestellt, sage, die ihm über ihn nachprüfbar sind. Permanent, es wird vorgeschrieben, was man beichten muss, wo man beichten muss, wann man beichten muss. Ich kenne das selbst noch aus der Theologenausbildung. Aber im Opus Dei wird all das Negative perfektioniert. Ich glaube, es entsteht jetzt ein Problem. Ich sage das mal, es werden über Dinge geredet, die vorher überhaupt gar nicht klar sind. Zum Beispiel, dass es im Opus Dei Zensur gibt, Bücherzensur. Ja. Dass es im Opus Dei eine scharfe Indoktrination von Jugendlichen gibt. Wir haben da weltweit Berichte darüber. Das sind also die Dinge, über die Sie eben gesprochen haben. Aber ich finde, selbst Nathan der Weise von Lessing gilt als gefährliches Buch. Ja. Würden Sie den Bücher verbieten oder würden Sie alles freigeben? Ich versuche es jetzt einfach mal praktisch zu machen. Na, ich glaube gar nicht, dass es um Verbot oder Nichtverbot geht. Es geht darum, auch im Rahmen eines Studiums und einer Bildung von Menschen, insbesondere auch jungen Menschen, Orientierung zu geben. Lessing gehört da nicht zu. Also, nein, das hat, Entschuldigung. Das ist eine Frage, in welchem Kontext man auf Lessing stößt, wenn man Lessing einordnen kann. Also, das war jetzt in einer demokratischen Situation. In einer demokratischen Situation nicht mehr angebracht und unter Umständen zum Nathan der Weise auch noch mal eine kritische Anmerkung machen darf. Also ich muss jetzt mal, glaube ich, was sagen. Herr Thomas hat eben gesagt, es werden hier Orientierungen gegeben. So ist das einfach nicht, Herr Thomas. Ich kenne Berichte von Mitgliedern des Opus Dei und ich habe auch geheime Schriften, das Vademecum für die örtlichen Räte heißt das, ich glaube aus dem Jahre 1987, und da stehen klare Anweisungen darüber, was man alles nicht lesen darf, wozu man Erlaubnis braucht und dass hier nur Orientierungen gegeben werden. Also damit verharmlosen Sie aber nun wirklich die ganze Sache. Es gibt im Opus Dei nach Berichten einen Bücherindex, der alte Index, das Verbot, das Bücherverbot der katholischen Kirche, das mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil aufgehoben worden ist, wird im Opus Dei weitergeschrieben. Junge Leute, junge Schüler zum Beispiel, müssen, wenn sie in der Schule bestimmte Bücher zu lesen haben, nachfragen, ob sie das lesen dürfen. Ich habe zum Beispiel eine Schrift über Mutter Courage, die für Opus Dei-Mitglieder aufgearbeitet ist, wo so die schlimmen Stellen beseitigt sind. Also dieses, sag ich mal, ist Zensur und das sind nicht irgendwelche Orientierungen. Also das Ding kenne ich nicht, aber... Aber ich kenne es, ich habe es auf Spanisch zu Hause liegen in meinem Archiv. Ja. Auf Spanisch? Ja, na, auf Spanisch, weil ihre... Entschuldigen Sie, weil diese Bücher und diese Dinge werden bei Ihnen natürlich weitgehend auf Spanisch verfasst. Auch das Vademecum ist auf Spanisch verfasst. Das sind interne Schriften, die Sie haben. Also das werden Sie das erkennen. Vademecum, das Vademecum ist eine, wie heißt das, Durchführungsempfehlung für die Statuten. Ne? Also gibt's das überall, mich hat jetzt etwas sehr berührt in dieser Diskussion. Ja, also. Herr Drewermann hat gesagt, nach den Dokumenten, die vorliegen, nach den beglaubigten Äußerungen, die vorliegen, ist das, was Sie sagen, gelogen. Das haben Sie weggesteckt, ja, nee, eigentlich das, so. Nee, das habe ich nicht weggesteckt, also, sondern es wurde nur von allen Seiten bombardiert und dann muss man Zeit finden auf die einzelnen Dinge. Das stecke ich natürlich nicht weg. Sie würden nicht sagen, es ist ungeheuerlich, im Jahre 1991 zu erklären, Nathan der Weise muss eingeordnet werden. Man darf sich dem Geist des Humanismus nicht ausliefern, das ist zu gefährlich. Man muss es so kommentieren, dass am Ende die Zwangsstruktur der Außenlenkung sich wieder rechtfertigt. Also ich glaube genau das Gegenteil. Ich habe immer den Eindruck gehabt, dass die entscheidende Frage... In dem Sinn, dass es Aufklärung bis heute gesellschaftswirksam, geistesgeschichtlich kaum oder nur in Ansätzen gegeben hat. Da haben wir immer noch die Mentalität eigentlich des Staatskirchentums der Franco-Herrschaft. Aus dieser Zeit verstehe ich das alles, aber ich kann nicht wünschen, dass sich das in der katholischen Kirche oder in der deutschen Gesellschaft breit macht. Es ist gefährlich, also Rückfall in eine Zeit, die wir glaubten, überwunden zu haben in der Diktatur. Also ich glaube, dass also einfach, wenn man die Möglichkeit hat, zu orientieren, wie in jeder Erziehung, wie in jeder Bildung es vernünftig ist, dass man dies tun soll.
Nicht, wenn der Hertel sagt, dass das also sozusagen einfach nur durch ein starres Schema geschieht, bin ich dann nicht einverstanden. Aber Ihre Meinung, einfach darauf zulaufen zu lassen, dass sozusagen die innere Produktivität alles bringen soll, muss ich sagen, bei mir kommt, rein psychisch, kommen auch kreative Ideen hoch. Nur brauche ich immer einen Ordnungsfaktor, nachdem ich sortieren soll, ob die, wie ich sie auslesen soll. Und das ist mir jetzt ganz entscheidend. Ob ich eine Inspiration von Gott oder eine vom Teufel habe, das kann ich doch sagen. Das ist ganz entscheidend, was wir mit den Menschen machen, denen in der Gesellschaft und denen in der Kirche. Ich gebe das mal als Beispiel konkret wieder. Vor einer Weile sagt mir eine Frau, die seit Kindertagen religiös erzogen wurde, oft in die Kirche ging, sich in der Kirche engagiert hat, sie glaubt an nichts mehr. Sie weiß nicht, ob es einen Gott gibt. Mhm. Der Gott, der ihr verkündet wurde, hat ihr viel im Leben weggenommen. Und was sie dringend brauchen würde, ist eine lange Begleitung von Vertrauen und Liebe, die stark genug sind, dass sie an sich selber glaubt. Und dann mag man interpretieren, dass es im Gegenüber ihrer Person einen Willen, eine Macht gibt, die möchte, dass sie ist. Von all diesen Erfahrungen kann ich ihr überhaupt nichts vermitteln. Will ich hier auch nichts vermitteln, indem ich irgendeinen Spruch der Kommunionkindertage nach dem Vorbild des Herrn Escribá, der sagt, guck in den alten Katechismus, repetiere. Die Frau hat Angst vor dem alten Katechismus. Ich kenne abends Leute, die jahrelang allenfalls asiatische Weisheit vertragen, aber kein Bibelspruch. Lieber Herr Reivermann, ich komme nicht von einzelnen Sätzen oder von einzelnen Katechismussätzen. Wenn Sie so sagen, diese Frage der Erfahrung einer materialisierten und inkarnierten Liebe, die man im Umgang miteinander. Also da denke ich von einem ganz anderen Hintergrund her. Ich denke jetzt im Augenblick, vielleicht in den letzten 2 Jahren, habe ich 2 Leute im Opus Dei sterben sehen. Ja? Erlebt, wie sie gestorben sind im Laufe der Zeit. Und da habe ich gesehen, mit welcher sozusagen Gelassenheit, Freude sogar. Und jetzt können Sie mir sagen, das sei völlig jenseits einer Erfahrung. Ich sage nicht, da ist irgendwo technisch dies oder jenes gemacht worden, damit das klappt. Aber jenseits einer Erfahrung von persönlicher Zuwendung. Darf ich einen Zwischenruf fragen? Haben Sie schon mal gesehen, wie freudig Menschen sterben auf unterschiedlichen Schlachtfeldern? Das sehen wir Journalisten gelegentlich. Das sagt nichts. Das ist natürlich eine, also der Vergleich ist nicht besonders schön, würde ich sagen. Ja, aber es ist mir typisch, dass Sie vom Tod her argumentieren, um die Strukturen zu rechtfertigen, die das Opus Dei hat. Ich nenne das simpel zwangsneurotisch. Da ist die Nähe zum Tod, zum Sadismus, immer in Gefühlsnähe. Was ganz sicher nicht in Gefühlsnähe ist, ist die Freude am Leben, die Lust am Körper, die Freiheit der Liebe in ihrer Entfaltung. Nein, die all die Freiheit Elemente, Liebe wofür ist Menschen nicht da. Leben. Das ist wahr. Die Freiheit der Liebe ist also eine Libertinage, die ich so verstehe. So deuten und das ist Sie nicht das. Die Alternative. So deuten Sie das. Ich sage, es hat der Mensch in sich selber eine ganze Menge richtiger Gefühle, die ihm sagen, was gut für ihn ist und was nicht aber gut für ihn ist. Aber wie kann er finden, welche gut sind und welche als nicht gut sind? Wie kann irgendein Mensch das finden? Also, beantworten Sie die Frage. Also für mich ist die Frage, dass das ein Gesamtthema ist, wo man nicht so einfach sich aus der Affäre ja, aber ziehen es kann wie doch der nicht so sein. Wir finden den Weg nicht. Es wir gibt haben nur eine Institution, nämlich das Opus Dei, das zeigt Nein, überhaupt nicht. Das habe ich nicht. Darauf wollte ich überhaupt nicht raus. Aber jedenfalls eines ist klar, dass es also eine vom Evangelium her. Und auch durchaus von der kirchlichen Tradition her, durchaus Hinweise gibt, die durchaus prüfbar sind. Und wir kommen natürlich nicht darum umhin, ob wir uns jetzt darüber wieder selbst als letztes Tribunal selbst errichten. Ja, deshalb ist genau der Kern. Ja. Hat Jesus uns eine fertige Lehre vermacht, die wir weitergeben müssen durch verwaltete Machtstrukturen, durch garantierte beamtete Richtigkeiten, durch einen Lehrkörper, der den Laien vorschreibt, wie sie zu denken haben seit Kindertagen. Ich glaube, all das hat Jesus überhaupt nicht gemacht, sondern er stellt auf den Kopf, was er wollte. Er hat Geschichten erzählt, er wollte nicht Wahrheiten, die man satzhaft her sagt. Er wollte Wahrhaftigkeit in der Existenz und das ist was völlig anderes. Aber das ist das Ende einer Kirchenstruktur, die dem Menschen glaubt, immer noch mit theologischen Wahrheiten an der Leine halten zu müssen. Ich glaube, dass da gar kein Gegensatz besteht. Die theologischen Wahrheiten sind leer, wenn keine Liebe zu Christus da ist. Dann sind sie völlig leer. Und die Liebe zum Menschen? Ich sehe das in Spanien. Es gibt keine Liebe zu Christus ohne Liebe zu Menschen. Das ist ein Konstrukt.
ein absolutes Konstrukt, das Sie sich hier einfach sozusagen in der Theorie entwickelt haben, indem Sie sagen, wir brauchen die existenzielle... Herr Thomas, wir brauchen wurde die existenzielle, der spanische Bürgerkrieg empfunden als ein Aufbruch der Menschenliebe auf Seiten der Rechten, der Franco-Faschisten. So war das. Da war ich da nicht bei, da habe ich auch nichts mit ein zu Zeichen tun. Der Menschenliebe. So im Opus Dei. Nein, ich würde, sagen, dass die, also ich bin kein Theolog und kann das nicht theologisch sehen, aber die Wortwahl, die wir aus den Texten des Opus Dei sehen, da ist von Stoßtrupp die Rede, da ist von Kampf die Rede, da ist von Schwert die Rede. Also wenn Geheimhaltung nicht die Spitze der Waffe ist, dann ist es mindestens der Griff, heißt es da. Da ist von Vorposten die Rede, von Strategien, von starken Mauern. Aber immer in einem reinen... Von Infanteristen des Papstes. Nee, das Sie können steht, doch also nicht sagen, das? Nehmen Sie nicht doch alle nicht sagen, Zitate, ja, Sie können die von fremden Leuten und so weiter. Ich schicke Sie nach ganzen, der Sendung. Sie sind ganz nett, Sie sind ganz nett, ja. Sie kennen Sie natürlich ganz genau. Darf ich einfach mal wieder zum Einfluss kommen und dann kommen wir zur Kirche, wenn es Ihnen recht ist. Es gibt einen Bericht, das habe ich aus Ihrem Buch oder eines Kollegen entnommen. Das Opus Dei sei vertreten in 87 Nationen mit über 72.000 Mitgliedern. Das ist eine Erfolgsmeldung an den Vatikan. Aus dem Jahr 1979. Aus 1979, richtig. 500 Universitäten und höhere Schulen seien quasi in der Hand des Opus Dei. Ja. 600 Zeitungen und wissenschaftliche Publikationen, 52 Radio- und Fernsehanstalten, 38 Nachrichten- und Werbeagenturen und 12 Filmgesellschaften. Also entweder hat der da ein bisschen aufgeschnitten und eine große Sondermeldung und Erfolgsmeldung dem Papst gegeben und das ist alles nicht wahr, dann müssen Sie es jetzt dementieren. Oder Sie können sagen, wir sind ja froh, dass wir diesen Einfluss haben, den wollen wir ja auch. Diese dazwischen sehe ich nichts. Okay, das ist einfach eine Feststellung, dass in welchen Bereichen Mitglieder von Opus Dei arbeiten. Ja. Nein, das sind nicht nur Mitglieder von Opus Dei, das sind in führenden Positionen mit großem Einfluss in diesen Institutionen. Also wenn ich sagen, dass 600, weiß ich was, wir sozusagen zum Opus Dei gehören, das ist Wahnsinn. Das sind Leute... Das haben Sie gemeldet an den Vatikan. Ich kenne den Sachverhalt. Da ging es um die Frage, was ist Opus Dei nach Faktum, Recht und Wirklichkeit? Wie viel Einfluss hat Opus Dei? Nicht nur das, auch die dynamische Kraft, die es besitzt, wenn die in einem professionellen Milieu christlicher Geist weitergegeben wird. Ich meine, das ist doch einfach eine Sache, die in der Kirche auch eine gewisse Sorge bereitet hat. Wie kann man in einer Zeit den Glauben weitergeben, das wo klingt sehr die gut, Leute nicht das, in die Kirche kommen? Wenn das konspirativ geschieht, ist das eine Sache, über die man reden muss. Es gibt in unserer Verfassung, in unserem Grundgesetz, gibt es nichts, was konspiratives Vorgehen dieser Art verbieten würde. Mhm. Aber es gibt eine Menge, das uns zum Beispiel die Medien verpflichtet, es öffentlich zu machen. Ja. Da steht eine Menge in unserer Verfassung. Ja, einverstanden. Deswegen sitzen wir ja auch hier. Ja. Aber wenn es Ihnen recht ist, würde ich jetzt übergehen zu den theologischen Fragen im engeren Sinn. Und da machen wir eine kleine musikalische Zensur. Mhm. Nicht Zensur, ich bin schon deutsche Fehler. Drewermann, helfen Sie mir. Es gibt sowas wie eine, da muss ich nachschauen, Personalprälatur. Ja. Und wenn ich das richtig gelesen habe, dann bedeutet das ganz laienhaft, dass der Einfluss der örtlichen Bischöfe ein bisschen geringer wird und der Einfluss des Papstes von außen herein in eine Gesellschaft, in ein Land sehr viel größer wird. Man kann Ist das doch, eine falsche Interpretation? Ja.
Nein, nein, nein. Man kann doch nicht leugnen. Bitte. Bitte, sagen Sie warum. Was die Personalprälatur ist ausgerechnet eine Struktur, die ergänzend zu den Bistümern da ist und die ausgerechnet nicht eine Selbstständigkeit von den Bistümern sein kann und sein will. Ich habe das Gegenteil behauptet. Also da haben Sie mich missverstanden. Sie haben gesagt, der Papst würde stärker, die Bischöfe würden schwächer. Ja. So ist es. Also das ist auch... Und warum? Ich versuche es mal zu erklären, was dahinter steht. Wir haben in der katholischen Weltkirche, wie auch in den evangelischen Kirchen, territoriale Diözesen. Die Personalprälatur ist eine Quasi-Diözese, sie steht unterhalb der Diözesen. Ist keine Diözese, aber es gibt auch Prälaturen, die Quasi-Diözesen sind. Diese Personalprälatur ist aber nicht territorial strukturiert, sondern weltweit und an Personen gebunden, also nicht an Gebieten. Also alle, die hier im Raum München wohnen, gehören katholisch, sind zum Erzbistum Freiburg, zum Erzbistum Freising und München, München und Freising. Das Opus Dei ist weltweit organisiert und an Personen gebunden. Und das bedeutet, diese Personen sind in ihren geistlichen Zielen unterstehen den Prälaten des Opus Dei in Rom und, soweit sie Laien sind, praktisch organisatorisch dem Bischof. Nun kann der Prälat in Rom, wenn er bestimmte Direktiven erlässt für das Opus Dei, ich habe vorhin gesagt, das Opus Dei ist eine Kampftruppe, kann er sozusagen von Rom aus in die Diözesen hereinregieren. Das ist eine Einschränkung der Macht der Bischöfe und eine Erweiterung und Ausdehnung und Stärkung der zentralen Macht. Ja. Dieses ist das, glaube ich, was sich mit der Personalprälatur verbindet. Und das finde ich nicht so. Aber das heißt, Herr Hertel, Sie würden dem zustimmen, das Opus Dei ersetzt eigentlich die alte Kampftruppe der Jesuiten. Da löst eine spanische Organisation die Jesuiten sind ein Verband gewesen. Eine Personalprälatur hat eine höhere kirchenrechtliche Funktion, aber als die Jesuiten sie selbst gehabt haben. Eben, es übersteigt. Aber unter der Verlustrate jetzt, dass es eigentlich für den Papst keine organisierten Kampfverbände gibt, die er geistig einsetzen kann, um auf den höheren Etagen von Gesellschaft und Politik Macht an sich zu ziehen, braucht er das Opus Dei. Ich sag mal so, die katholische Kirche steht heute vor der Frage, ob sie ihre Strukturen ändert, indem sie sich vermenschlicht. Erich Fromm hat einmal gesagt, die Wahl gilt, wollen wir eine autoritäre oder eine humanitäre Form von Religion. Das ist die Wahl, vor der wir stehen. Statt sich zu besinnen auf den Protest seit 450 Jahren in den Kirchen der Reformation oder seit 200 Jahren in der Aufklärung, wo nichts anders verlangt wird als Transparenz der Entscheidung, Mündigkeit des Bürgers, Vertrauen in die Freiheitskräfte der Selbstentfaltung, Organisation der Seele durch Zuwendung in der Psychoanalyse, macht man ein System auf, das im alten Sinne Autorität stärkt, und zwar zentralistische Autorität, gegen den Rest der Welt. Das ist ein Modell von Kirche, das an sich selber scheitern muss. Aber das Opus Dei versucht, eine zerbrochene Kirchenstruktur noch gerade aufzufangen, indem es die Nischen der Macht im Organisationstyp Kirche zu etablieren sucht. Viel Geld, viel Einfluss und immer von oben nach unten. Es ist die geistige Diktatur, die wir haben. Es ist im Grunde das Mittelalter oder der Absolutismus, der in Rom noch herrscht, jenseits der Aufklärung. Also ich denke gerade umgekehrt, dass Opus Dei durch die Spontaneitätsbewegung der Laien im professionellen Bereich einen ausgesprochenen Modernitätsschub, einen Basisschub in die Kirche gebracht hat, Ärzte, Anwälte und so weiter sind. Die sind ja nicht irgendwo aus der Welt raus, um dann sozusagen wieder in die Welt hineinzuwirken, sondern die sind also immer drin gewesen. Ich würde gerne mal Herrn Thomas insofern unterstützen und recht geben, als es sicherlich richtig ist, dass das Opus Dei etwas mit in Schwung gebracht hat, von seinem Gründungsimpuls her, was auch das Zweite Vatikanische Konzil gewollt hat, nämlich die Aktivierung der Laien im Alltag christlich zu leben. Das ist etwas, was immer in der katholischen Kirche da gewesen ist, was aber das Opus Dei sozusagen unterstützt. Das, glaube ich, muss man als positiven Aspekt des Opus Dei herausheben. Alle anderen Dinge sind dann fraglich für mich, nämlich die Frage nach den Methoden, wie das geschieht. Einige haben wir ja hier besprochen, durch Indoktrination Jugendlicher, durch Geheimhaltung.
durch eine undurchschaubares politisches und finanzielles Gebaren. Dieses alles sind Methoden, die man nicht billigen kann. Auch wenn man sagt, im Ziel und im Ansatz, im religiösen Ansatz, ist das durchaus kirchlich und alt. Das glaube ich eben überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass religiös legitim ist im Sinn Jesu Christi, was das Opus Dei treibt. Da wird zunächst mal der gesamte säkulare Bereich neutralisiert. Er ist nur weltlich. Darüber gelagert sind, und zwar völlig unabhängig davon, die übernatürlichen Wahrheiten. Insofern kann man die Laien weitermachen lassen in ihren Bereichen. Wenn sie nur Macht genug gewinnen im Entscheidenden, im Übernatürlichen, im die Seele rettenden Bereich, später ihre Aktivität zu entfalten. Das ist eine schleichende Machtergreifung für eine Kirchendiktatur, was sie da wollen. Und ich sage jetzt nochmal, entscheidend müsste sein, dass wir begreifen, was nicht durch den Menschen, durch seine Person und eigene Entwicklung hindurchgegangen ist, wird nie die Wahrheit Gottes an sich aber tragen. Aber Sie liefern keine Definition, worin dies bestehen soll. Freiheit. Sie liefern keine Definition, worin dies bestehen soll. Ich sage mit dem Neuen Testament mal, es gibt ganz einfache Wahrheiten, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das okay, Opus Dei bin ich völlig mit einverstanden. Sündigt dagegen. Wieso? Was Jesus verlangt, ist Ohnmacht. Was das Opus Dei will, ist der Machterhalt der Kirche. Sie sind manchmal einfach unverschämt und dies auf seine so etwas sympathische Weise, muss ich zugeben. Haben wir nicht gerade die ganze Statistik vorgelesen bekommen von Herrn Lindlau, was alles das Opus Dei an sich zieht? Ich selbst erlebe gerade, wie Leute, die dem Opus Dei nahestehen, alle möglichen Lügenenden über mich persönlich verbreiten. Da lebe ich also offensichtlich in einer Privatwohnung, sehr etabliert, lege was heißt, Wert. Die dem Opus Dei nahestehen? Herr Rögele zum Beispiel im Rheinischen Merkur, unterstützt von über 6 Millionen Mark pro Jahr von Kirchensteuermitteln der Katholiken. Hm. So simpel sind die Dinge. Da wird in und Köln zum Beispiel verboten, einer Buchhandlung auch bloß meine Bücher auszulegen. Von das heißt, wem wird das Druck verboten? Auf. Das ist Bücherzensur im Jahre 91. Und dahinter finden Sie aber das Opus nicht, Dei. Aber nicht vom Opus Dei, offensichtlich gibt es andere Leute, die Bücherzensur machen. Also ich wüsste nicht, wer deine Buchhandlung gesagt, in Köln hat. Das ist 1965 mit Mitteln einer völlig repristinierenden, veralteten Organisationsform weiterverlängert. Bücherzensur bis in die Erziehung hinein, Besetzung von Machtzentren, die gleichzeitig das Monopol der Bildung besetzen können. Es ist wie wenn Sie Wölfe im Schafspelz haben. Irgendwann, wenn Sie soweit genug sind, werden Sie den Pelz ausziehen und man wird erleben, wie die katholische Kirche sich ausgedehnt hat zum Staat. Die Vision das des Großinquisitors. Das haben Sie schon, jetzt so auch die Zukunft bereits Escriba. Schon klar. So lese ich Bayern Escriba, das ist das Ziel. Das Reich Gottes wird sein, wenn die Kirche selbst zum Staat wird, wie im Mittelalter. Wenn der Kaiser untertan wird dem Papst, da dann hätten steht, wir die ideale da Gesellschaft. Finden Sie keine Stelle, die Sie dafür anführen können. Wenn ich nur also zu Gott komme durch absolute und Ihre Trennung zwischen Ihr Bild von Trennung zwischen Übernatur und Natur ist also absolut entgegen dem, was im Opus Dei der Fall ist. Weil natürlich geht es darum, es gibt institutionell, natürlich ist die Kirche dazu da, uns die übernatürlichen Wahrheiten überzubringen. Und gibt es eine ganze Reihe anderer Institutionen, die dazu da sind, uns die natürlichen. Aber dass in jedem Leben das zur Einheit eines einzigen Lebens verschmolzen werden muss, ist doch eine Selbstverständlichkeit. Da brauchen wir uns doch nicht lange darüber unterhalten. Es ist die Frage, ob das Übernatürliche hervorgeht aus den Erfahrungen, die Menschen wirklich machen, oder ob es ihnen wie mit Etiketten kam, dass sie 6 Wochen alt sind, durch die Taufe aufgeklebt und dann in der kirchlichen Erziehung durch Indoktrination bis zum Zwangsneurotischen weiterfabriziert wird. Also dieser woran Begriff des Zwangsneurotischen, gleich, auch gleich von ekklesiogenen Neurosen und ähnlichen Dingen sprechen. Jetzt wird es ein Fachgespräch, das habe ich Kraft Amtes zu verhindern, weil beides sind, einer ist Psychotherapeut, der andere ist Arzt, also das geht nicht. Ja. Herr Hertel, wie erklärt es sich, dass das Opus Dei, das ja nicht gerade freundlich der Befreiungstheologie gesonnen ist, so enge Verbindungen mit totalitären rechten Systemen hat? Also mit sehr schlimmen Systemen, die menschliche Freiheiten und Rechte mit Füßen treten. Wie rationalisiert das Opus Dei Ihrer Meinung nach? Also ich muss sagen, es gibt Mitglieder des Opus Dei. Ich kann nicht vom Opus Dei insgesamt sprechen, das sozusagen enge Beziehung zu rechten Systemen hat. Es ist allerdings richtig, dass Mitglieder des Opus Dei führend in rechten Systemen tätig gewesen sind und
weiterhin tätig sind. Ich glaube, das ergibt sich aus der autoritären Ideologie des Opus Dei, die von oben her ansetzt, von oben her versucht, in die Gesellschaft einzusteigen, sich sozusagen, ich will eben das Wort konspirativ Tore zu eröffnen, man breitet sich weiter aus und steigt von oben also nach unten in die Gesellschaft ein. Das lässt sich natürlich besonders gut machen bei Staaten und Diktaturen, die, sagen wir, angeben, christlich zu sein und das Christentum zu fördern. Und das, denke ich, sind die Militärdiktaturen, an die Sie in Lateinamerika denken. Ja, oder auch schon in Franco-Spanien. Franco-Spanien, ja. Also wir haben aus Lateinamerika, ich bin da nie gewesen, habe das nicht nachprüfen können, aber wir haben eine Reihe von Hinweisen, dass das Opus Dei starken Einfluss gehabt hat, in Chile beispielsweise, da muss es also sehr stark gewesen sein. Also, Herr Herdl, auch unter Pinochet und es so. Es gibt natürlich eine Reihe Kollegen von Ihnen, die auch so etwas sich ausgedacht haben. Und einer vor allen Dingen, der hat 1974 einen Artikel geschrieben über Chile, sehr langen Artikel in Le Monde Diplomatique. Und der hat eine Menge Namen aufgeführt, um das zu belegen, was Sie jetzt sagen. Also, ne? Das glaube ich, Chile müssen Sie mir einfach mal drei Namen nennen, dann prüfen wir das mal durch. Sie machen es sich, da zu einfach. Es gibt angesehene Zeitungen, ich nenne die Süddeutsche Zeitung oder die Zeit, die also aus der Zeit Pinochet sicher also einfach berichtet haben, es seien Kreise des Opus Dei, die starken Einfluss haben auf Pinochet. Ich kann Ihnen leider mit Namen nicht dienen, und zwar aus folgendem Grunde. Ich sage das jetzt mal. Sie wissen, dass Mitglieder des Opus Dei gehalten sind, ihre Identität nicht bekannt zu geben. Und es ist ganz schwierig. Das ist nicht wahr. Dann sagen Sie gleich, Moment, darf ich das eben zu Ende führen. Sie sind gehalten, Ihren Namen nicht bekannt zu geben. Das hat in den Konstitutionen gestanden, die bis 1982 gegolten haben. Diese Konstitutionen sind aber nicht einfach abgeschafft, wie sich aus den neuen Statuten des Opus Dei ergibt. Und diese, sagen wir, Gewohnheit oder dieses Anhalten dazu, die Namen nicht mitzuteilen, das gilt weiter. Darf ich vielleicht mal eben bitte hier dies zu Ende führen? Und das macht es für mich auch, jetzt als Journalist, der von außen herangeht, natürlich nicht dem Opus Dei angehört, äußerst schwierig natürlich, jetzt in Einzelheiten reinzugehen und Mitglieder herauszufinden. Ich bin natürlich auf solche, das spielt die Sache herunter, das sind schon große angesehene Zeitungen, die dies aus Chile festgestellt haben. Also, bitte, da müssen Sie, also zu Namen, nicht? Müsste man ja dann Stellung nehmen. Eine ganz andere Frage, Herr Thomas, Sie nennen keine Namen, die Mitglieder dürfen es nicht und dann sagen Sie, wollen Namen haben. Geheimhaltung sei das also ganz unzulässig, was ich jetzt sage, aber mir kommt das bekannt vor. Ich meine, der Mafia, die in keiner Weise verglichen werden soll, ist es ja auch so, also... Die geben keine Namen bekannt und wenn man sie nennt, kriegt man eine Klage an Hals. Das sind die zwei Möglichkeiten. Sich die Logik umdreht. Die Mafia begeht Verbrechen, aber ist inzwischen wohltätig, indem sie Krankenhäuser baut. Das Opus Dei gerade umgekehrt. Es hat heilige Ziele, aber es gebraucht jedes Mittel noch so skrupellos. Ich meine, ich spare mir eine Antwort. Die Rechte und darf die ich mir eine Antwort sparen? Bitte, aber Sie haben das Wort. Nein, aber es stimmt einfach nicht, diese Unterstellung von ihm, dass er also eine Geheimhaltungsfrau und das, als gelten noch irgendwelche Konstitutionen außerhalb der Statuten. Ich will Ihnen mal Sie selber spielen doch seit einer Stunde dieses Spiel. Sie können mir nichts, weil wir fehl informiert sind. Ich weiß es besser, aber wie Sie es wissen, erfahren wir auch nicht. Diese Struktur der Geheimhaltung versündigt gegen den Geist der Aufklärung seit 200 Jahren. Nehmen Sie das mal zur Kenntnis. Handle so, dass die Grundlage deines Handelns jederzeit könnte öffentlich bekannt gemacht werden. Genau das tun Sie nicht. Es ist das einzige formale Regulativ der politischen Verantwortung. Was können denn die Kerle die Macht haben, ohne dass man sie öffentlich kontrolliert? Und lieber was kann Herr Drewermann, substanzieren hat, Sie diesen Vorwurf in konkreten Punkten. Und dann können wir uns darüber genau auseinandersetzen. Da kommen wir wahrscheinlich jetzt nicht weiter, weil ich jetzt hier gegen drei sozusagen ständig... Also eben habe ich für Sie Partei ergriffen. Also so ist es nicht. Also ich habe ja... Postulat sind wir auch. Aber ich muss ja nur die Dinge nennen. Eine Sache, die man doch klipp und klar darstellen kann, ist, er hat gesagt, dass da noch neben den Statuten andere Dinge existieren. Sie wissen, Herr Hertel, dass 1986 dies in Italien
ein paar Journalistenkollegen von Ihnen aufgebracht haben. Ja? Mhm. Und daraufhin, die haben sogar ein paar Parlamentarier mobilisiert, um das also zu einem Gegenstand Parlamentsanfrage zu machen. Die hat doch stattgefunden. Ja. Da ist ein langer Bericht drüber vom Innenminister Skalfauer im November 86 veröffentlicht worden. Der Schluss bündig damit endete, da ist nichts dran. Ja, ja. Nun ist natürlich die Frage, wer denn in der Regierung erstellt hat, diesen Bericht, das muss man dann mal nachfragen. Ich weiß wirklich, Herr Thomas, und das ist einfach so, dass Opus Dei-Mitglieder weitergehalten sind, möglichst wenig zu sagen. Ich kann Ihnen auch aus dem Vademecum nachweisen, dass Sie zum Beispiel Ihre, es gibt da klare Anweisungen, wie Ihre Schriften geheim zu halten sind, die nicht einmal allen Mitgliedern gezeigt werden dürfen. Ich habe die Dinge hier in meinem Koffer, ich kann sie Ihnen gleich vorlesen, wenn Sie das wollen. Das ist einfach so. Und ich finde das auch nicht so ganz gut, wenn Sie das abstreiten. Dann geben Sie es doch zu, sagen, aus den und den Gründen halten wir die Dinge geheim. Darüber kann man dann noch reden. Darf ich ein Zitat hinzufügen? Heiß brennen wie eine Fackel im Verborgenen. Alle sind Brandstecken, was du berührst, das ist dein Apostolat. Das ist aber ein sehr geistlicher Text, der hat also keine Gesellschaft, keine Selbstzeit. Im Verborgenen ist sehr handfest. Mir liegt nochmal daran, auch auf die Theologie der Befreiung zu sprechen zu kommen. Mhm. Wenn sie eine Evidenz hatte, dann war es die, die Welt zu betrachten aus den Augen der Menschen, die am meisten leiden. Mhm. Genau das möchte ich, vor allem auf dem psychischen Bereich, hier in den Ländern Westeuropas, der Bundesrepublik vor allem. Mhm. Ich möchte, dass wir endlich eine Theologie bekommen, die dem Rechnung trägt, dass die Menschen nicht eine fertige Auskunft Teil der Kirche wollen, die sie aufklärt über die Geheimnisse Gottes. Die Menschen sind zerbrochen in ihrer Ehe, kommen mit ihren Kindern nicht klar, scheitern im Beruf, sind nervös bis in die Nächte hinein. Wenn diese Fragen, die Ratlosigkeit, das Suchen, das Zweifeln, das Verzweifeln nicht erlaubter Teil ist, nach Gott zu suchen, sondern in sich selber schon als Gottlosigkeit bekämpft werden muss. Wenn Lessing nicht mehr gelesen werden darf in der Schule, ohne dass man den Schülern klar macht, die Menschlichkeit als solche ist gefährlich, dann weiß ich nicht, wie man Humanität und Religiosität miteinander versöhnen will. Also Sie leben mir nun also auch Mitchristen von Ihnen gegenüber ja nun nicht unbedingt diese Mitmenschlichkeit, wenn Sie so darüber reden. Dass wir davon ausgehen oder dass sie sozusagen einfach so tun, als ob die Leute von Opus Dei nicht auf die Thematik der Leidenden und der Armen eingehen, nicht? Da trompeten wir wohl nicht so viel rum, das gebe ich zu. Also es gibt wahnsinnig viele Leute von Opus Dei, die als Berufsleute in Entwicklungsländer gegangen sind und dort sich etabliert haben und dort angefangen haben zu arbeiten, gar nicht um sich als entsandt zu fühlen, sondern vor Ort mit voller Haftung sich einzuwurzeln. Mir ist das vorhin entfallen, Sie hatten ja nach der Befreiungstheologie gefragt, das schließt jetzt daran an. Dann nennen Sie mir doch mal, wenn Sie sagen, Sie kümmern sich um die Armen. Das ist ja richtig. Es kommt natürlich dann auch auf die Weise an, was für ein Kirchenbild dahinter steht. Steht wirklich das Kirchenbild des Volkes Gottes dahinter, das auf die Leiden des Volkes sieht? Oder was steht sonst dahinter? Vielleicht ein Arrangement mit den Mächtigen. Und da hätte ich von Ihnen gerne mal gewusst, gibt es denn, ich suche immer danach, aber Sie mögen mich ja überzeugen, dass es so ist, gibt es denn über einen einzigen Märtyrer, es gibt ja unheimlich viele Märtyrer, christliche Märtyrer in Lateinamerika, der dem Opus Dei angehört hat, der aufgrund seiner Haltung im Sinne der Befreiungstheologie umgebracht worden ist. Der auf dem Boden der Befreiungstheologie gestanden hat, der Kirche des Volkes, um das mal so zu sagen, ja, sich also zu dieser Richtung bekannt hat und deshalb in seinem Engagement umgebracht worden sind. Es gibt viele christliche Märtyrer in Lateinamerika, denen das passiert ist. Ich suche immer noch das Mitglied des Opus Dei, bitte? Wo haben Sie die Maßstäbe? Da müssten wir uns gucken, welche sind, Sie sagen Märtyrer, das ist ein kirchliches Urteil. Das ist ein kirchliches Urteil, das ist ein kirchliches Wort. Ich denke mal, jemand, der wegen seines Glaubens umgebracht wird, ist ein Märtyrer. Und von diesen christlichen Märtyrern in Lateinamerika spreche ich. Und die liegen sicherlich nicht auf der Linie des Opus Dei. Das ist meine Frage, oder können Sie mir da jemanden nennen? Wir sind jetzt am Ende unserer Zeit und ich möchte expressis verbis überziehen, um Herrn Dr. Thomas das Schlusswort zu geben, weil er glaubt, dass er eine Minderheit sei. Also mir persönlich ist das gleich, ich bin kein Theologe, muss sagen,
Das ist eine interne Diskussion gewesen, der ich mit Interesse zugehört habe, weil ähnliche Mechanismen kenne ich aus anderen Bereichen. Also hat mich wirklich interessiert. Aber Sie haben das letzte Wort. Also gut, dann würde ich sagen, wenn es darum geht, heute festzustellen, dass die Kirche als Ganzes auf dem falschen Dampfer ist, wie ich den Eindruck gehabt habe, dass Herr Dreifermann eigentlich andeuten will, mindestens seit einigen 100 Jahren, ja, dagegen würde ich sagen, ich identifiziere mich mit dieser Kirche, so wie sie ist. Und ich finde, kann insofern auch eine durchaus Korrespondenz zwischen Opus Dei und dieser Kirche. Ja? Das, eine starke das ist klar. Resonanz. Bitte? Das ist klar, also damit man mich da richtig versteht. Ja. Wenn ich von dort ausgehe und sage, also Engagements in allen möglichen Bereichen, dann selbstverständlich in vielen Feldern auch der persönlichen Leiden, der persönlichen Armut der Menschen, auch in Entwicklungsländern, auch hier, dies aber immer nicht, da treten nie das Opus Dei auf, in der Tat, sondern die Leute, die diesen Beruf ausüben. Na, ich habe ja nach Mitgliedern des Opus, ja, nach einem einzelnen, ja, Mitglied gefragt. Ich glaube, wir sollten nicht in die Diskussion zurückgehen. Und die zweite Frage ist natürlich, ich bin auch der Meinung, dass selbstverständlich immer ein christliches Anliegen war, eine apostolische Berufung und eine christliche Durchdringung der Gesellschaft, aber nicht mit politischen Machtmitteln, dass das Opus Dei Einfluss hat. Über viele Bildungsmaßnahmen und so weiter, ja, stehe ich ja nicht an, das abzustreiten. Mhm. Ja, überhaupt nicht. Aber eben nicht durch Mittel wie einfach, sagen wir mal, Addition weltlicher Macht, Kampfmaßnahmen und sowas. Man kann natürlich einen Kampfgeist ganz asketisch, geistlich formulieren, ohne dass der, das steht ja schon morgens los, entschuldigen Sie, ich brauche Kampfgeist, wenn ich morgens aufstehen soll. Nicht? Ich wollte jetzt wirklich los und arm, und das ist genau, ja, das Gegenteil. Also hier steht ganz offensichtlich Aussage gegen Aussage. Der WDR hat mal eine Sendung gemacht über das Opus Dei und hatte mit ganz scharfen Reaktionen, konzertierten Reaktionen, Briefen, Anrufen, Einflussnahmen zu kämpfen. Es liegt mir sehr daran zu sagen, dass es das bei dieser Veranda-Sendung mit einer belanglosen Ausnahme nicht gegeben hat. Bis zum nächsten Mittwoch.